Karlowski. NPC Karlowski. Michi, wie heißt ein Fisch, der Stromschläge verteilen kann? Ey, das ist so easy. Tital. Henrik, was sagt die Evolutionstheorie von Lamarck aus? Das war's. Die ist nicht von Lamarck, die ist von Charles Darwin. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. Moin Jungs, willkommen zu Der Dümmste fliegt, zusammen mit Michi. Mit Henrik, mit Jan, mit Max, mit Erik, mit Lenz und mit David. Servus. So, wir stellen uns gleich einen Timer von 3 Minuten. Jeder hat 3 Leben. Wenn ihr genaue Regeln wissen wollt, guckt ihr bei Reefed vorbei. Wir machen das jetzt so ein bisschen nach. Ich stelle die Fragen und man muss der Reihe nach antworten. 3 Minuten Zeit, dann wird gebotet. Der Dümmste fliegt dann raus und ja, ich würde sagen, wir starten, oder? Ja. Okay, da gehen 3 Minuten los ab jetzt. So, Michi, welches Organ im menschlichen Körper verbraucht die meiste Energie? Ich sag Leber. Ist falsch, das Gehirn. So, Henrik, welcher Planet im Sonnensystem hat die meisten Monde? Saturn. Richtig. Jan, wie heißt der weltweit längste Fluss? Boah, das war der Amazonas. Richtig. Max. Nee, das ist welches ist das falsch. Flächenmäßig kleinste Bundesland? Der längste Fluss der Welt ist der Nil. Auf dem Fluss, vielleicht in dem Bus. In Afrika. Nein. Der Amazonas. Welches ist das flächenmäßig kleinste Bundesland? Nein, ist falsch. Bremen. Das ist dumm, Max, das ist ganz, ganz dumm. Erik, wie lautet das chemische Symbol für Gold? Scheiße. Boah. Alter, boah, Alter, drei. Gut. Ja, gut. Ich weiß, dass Fe Eisen ist, aber Gold, keine Ahnung. Mhm. G. Nee, ist falsch, AU, aber ist nicht schlimm. Glenn, was ist eine Primzahl? Eine Zahl, die nur durch 1 und sich selbst teilweise. Ja, also ausschließlich, aber ja, ist schon richtig. So, David, wie lange dauert ein Fußballspiel? 90 Minuten. Das ist halt schön. Digga, kann ich da nichts für die Sortierung? Warum nicht? Michi, wer hat das Gemälde der Felsgrotten-Madonna gemalt? Geil. Mit dem Blick an, Alter. Ich hab keine Ahnung. Denk mal an den berühmten Künstler einfach. Digga. Da gibt's sogar ein Schnittprogramm. Was so ähnlich ist. Die Mugger. Digga, das war ja einfach. Das ist ja easy. Das ist echt easy. Du hast vorher ja, sag irgendwas. Keine Ahnung. Okay, ja. Leonardo da Vinci. Photoshop war ein Job. Okay. Henrik, was sagt die Evolutionstheorie von Lamarck aus? Das war's. Die ist nicht von Lamarck, die ist von Charles Darwin. Digga, halt mal die Fresse, du scheiß Streber, Digga. Das sind alles falsch und der Nil ist der längste Fluss der Welt. Digga, keine Ahnung. Amazonas. Nein, der Nil mit 6500 noch in der. Junge, halt doch die Fresse, Digga. Junge, keine Ahnung, vielleicht irgendwas mit. Keine Ahnung. Ja, ist egal. Nächste Frage. In welchem Jahr fiel die Berliner Mauer? Ich? Ja, du. ich glaube, das war 1985. 89. Letzte Frage, dann ist die Zeit rum. Max, welches ist das einzige Säugetier, das nicht springen kann? Jo. Frage kam bei Reef, das ist mein Gott. Ja, ich hab's nicht geschaut, Digga, keine Ahnung, Schnabeltier. Nee, Elefant. Okay, so jetzt könnt ihr voten. Wo schreiben wir es rein? Also rein in den. Aber nur nicht schreiben, nur eintippen. Ja, warte, wo rein? Hä? Ihr müsst Doppelklick auf Channel, aber nicht ab. Jan, hör zu. Was gab's für falsche Antworten? Billy, kannst du aber zusammen. Ja, also wenn ich. Amazonas.
Also. Wer eben? Ich krieg's erst. Nein, ich weiß. Also das mit Salat. Ah, ja. Das mit Salat, ja. Ach, das war schon ein bisschen. Aber bei David hat es schon eine leichte Frage bekommen. Ja, lass David vote. Digga, du sollst doch nicht alt. Hallo, wenn Willi sagt, dass wir schreiben, Digga. Er hat schon abgeschickt. Abschicken. Ja, also, wer hat eigentlich noch nichts? Wie laut? Haben alle. Okay, dann verliert Max ein Leben. Ja, das sind. Edit ist dran, ja. Das ist schon. Ja, ich bin. So. Okay, Timer. Also, Erik. Wahr oder falsch? London besitzt die älteste U-Bahn der Welt. Sie wurde bereits 1863 eröffnet. Wahr. Ist richtig. Glenn, wer war der erste Mensch auf dem Mond? Oh, Digga, Glenn, bitte. Das ist easy. Digga, das ist easy, bitte. Warte, das ist danach. Größter Streber, aber das weißt du nicht. Bitte, Glenn. Digga, also dann, das ist Schluss. Da gibt's einen Rocket League-Bot von. Nix. Ja, wow, Rocket League. Glenn! Weißt du es nicht? Bitte! Ich weiß nicht. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Mich David. NASA-Pulli. So vorher die ganze Zeit, Neil. Okay, David. Ja, der Neil ist der längste. Wie heißt der Autor des Buches Eine kurze Geschichte der Zeit? Goethe. Nee, Stephen Hawking. Michi. Was hat Obi denken? Ja, wir müssen Fragen schaffen. Michi. Was war der erste Disney-Film? Ich weiß. Die sieben Zwerge, oder? Ja, ist richtig. Boah, Digga! Henrik! Was oder? Wie viele Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Das weiß ich. Acht. Was? Acht? Ja. Nee, 100. Oh. Digga, ich bin kein Alkoholiker, Digga. Oh, Jan. Finger weg von Sachen ohne Alkohol! 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 Wie viele Monate haben 28 Tage? Alle. Richtig. Was? Hä? Ja, dann nimmst du nur die Fragen von den Videos so ein bisschen. Erik reingefallen, Erik wird gebrochen. Max dran, ne? Max, nenne die vier Basen der DNA. Ich kann keines am Doch! Weißt du nicht? Nein, er ist schon ewig aus der Schule. Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Erik. Ja. Welcher ist der rote Planet unseres Sonnensystems? Der Mars. Richtig. Der Snickers. Glenn. Wann wurde das Spiel Valorant veröffentlicht? 2020. Ja, mit Monat. Ja, wow. Viel Spaß. Bitte, oder? Na, dann muss ich nachdenken. Veröffentlicht, Michi. Ah, Digga, das kann man auch nicht wissen. August 2020. Nee, Juni. So, David, was ist die Hauptstadt von Ungarn? Warte, Budapest. Richtig. Michi, wie heißt die Hauptstadt von Portugal? Lissabon. Richtig. Safe. Henrik, wie viele Dragon Balls braucht man, um einen Wunsch zu erfüllen? Das war's. Ein sogar. Nee, 7. 8. Letzte Frage, Jan. Wie hoch hängt ein Basketballkorb? 2,10 Meter. 3,05 Meter. 3,05 Meter? Jetzt könnt ihr wieder voten. 2,10 Meter. Genau. Basketball ist 2,10 Meter. Michi war stark. Also ich würde jetzt glänzen. Es ist so klar, dass ich das lebe. Wartet. Wenn Willi das Go gibt, dann schicken wir erst eine Nachricht ein. Ja, dann erst. Ja, dann tippt ein. Aber wir ihr könnt doch noch diskutieren, so wer was ihr so denkt. Also ja, Glenn war am lostesten. Glenn war am lostesten. Aber von Henrik ein Dragon Ball, ein Dragon Ball. Oder nee, bei Henrik war noch loster mit. Digga, ich schau halt keine Animes, Digga, wo soll ich das? Nee, Henrik war am lostesten. Das kann man sagen. Aber das ist halt nicht so allgemein. Acht Liter. Ja, das war auch. Ja, acht Liter. Stimmt, das war okay, gut. Das war wirklich lost. Okay, Willi, können wir? Muss teilen. Wir könnten. 3, 2, 1 schicken. Also, wir haben
Einmal Henrik, einmal Glenn. Henrik, Henrik, Glenn, Henrik, Glenn. Das heißt, Henrik verliert sein Leben, weil er 4 Votes hat. Das ist aber gut, wenn es immer ungerade ist. Ja. Also hat es Michi 3, Henrik 2, Jan 3, Max 2, Erik 3, David 3 und Glenn 3. Ah. Ja. Gut. Dann gehen die drei. Warte, bei wem waren wir gerade? Jan hat es geantwortet. Okay. Dann gehen die 3 Minuten ab jetzt los. Max, wie viele Bandscheiben hat ein Mensch? 2. 23. Erik, wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? 9. Na, ohne Pluto. 8. Ja, aber ist egal, ist egal, ist egal. Ist egal. Ja, aber das tut Glenn, nicht weh. In welchem Jahr war die Einführung des Euro? 2000. Komm, Glenn. 2002. David, woraus besteht ein Diamant? Aus Kohle. Aus Kohlenstoff. Michi, wann kam der Battle Royale Modus in dem Spiel Fortnite raus? 2017. Richtig. Henrik, wie heißt die Hauptstadt von NRW? NRW? Ja. Nordrhein-Westfalen, Köln. Falsch, Düsseldorf. Ach, scheiße. Jan, wer gewann? Aber Köln ist sie. Nee, Düsseldorf. Ja, Köln. Gefühlt. Du bist behindert. Es ist gefühlt Köln, aber weil keiner Düsseldorf gefühlt kennt. Ja, wir müssen Fragen schaffen, diskutier später. Ja, mach weiter. Jan, wer gewann das Minecraft-Projekt Varo 1? Oh. Ja, was ist das? Hey, Jan, wenn du das nicht weißt. Schnell, also Jan, das ist lost. Jan, das ist lost. Paluten? Ja, ja, das ist richtig. Zum Glück, Alter. Ich hab's doch selber gegoogelt. Max? Nein, ich bin gerade nebenbei hier Elytrasuchen.com. Jungs, wir müssen Fragen haben. Max, welcher Club hat die meisten Titel in der Champions League? Real Madrid. Richtig. Erik, wie oft finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt? Das weiß ich. Alle 4 Jahre. 5. Glenn, mit wie vielen Figuren startet ein Schachspiel? Oder? Hey, die bekommen alle die einfachen, ich bekomme Scheiße, Digga. Ja, es ist ja nicht einfach. Ja, sag jetzt mal so schnell. 20. 32. 32, du Nutten. David, wie entsteht ein Regenbogen? Durch Sonne und Regen. Ja. Ja, also wenn es gleichzeitig. Dann mach. Ja, ist er. Michi, aus wie vielen Knochen besteht ein Erwachsenenkörper? 232. 206. Ja, passt schon. Knapp. Henrik, wann entdeckte Christoph Kolumbus Amerika? 1484. 92. Ah, da dran. Und letzte Frage an Jan. Welchen Aggregatzustand hat der innere Erdkern? Oh, das ist leicht. Was? Welchen Aggregatzustand hat der innere Erdkern? So. Das ist leicht, Jan, bitte. Schimmer, meine Mann. Ja, jetzt hat's, also, wenn er es jetzt aus der Pistole weiß, dann hat er... Nee. Heraus? Boah, einfach mit dem Finger rausgeschickt. Ah, ich hab da drauf gezeigt. Wie ein Aggregatzustand. Es gibt. Keine Ahnung, ich, gasförmig. Was? Oder okay. Fest. Gasförmig oder.